haben es gerade gehört, Sie waren vor 18 Jahren hier und ich habe mir immer gewünscht, dass Sie mal wiederkommen. Finde ich großartig. Ja, ich bin nur wieder gekommen unter der Bedingung, dass ich wieder neben Ihnen sitzen darf. Ehrlich, Mama. Wir haben so ein nettes Gespräch damals gehabt. Dann hoffe ich, dass wir das wiederholen können. Ja, Sie haben mir angeboten, mein schwedisches Volkslied unter dem Tisch zu singen. Das stimmt. Ja, wissen Sie noch? Ja, weiß ich, weil Sie, wir haben darüber geredet, dass Sie so schüchtern waren. Ja, ich bin keine Rampensau. Sie sind keine Rampensau. Dass Sie haben unter dem Tisch gesungen und Sie haben manchmal auch hinter der Tür gesungen. Ja, genau. Damit man Sie nicht sieht. Und dann haben Sie gesagt, es gibt ein Lieblingslied von Ihnen, wenn ich mich richtig erinnere, dass Sie auf Schwedisch gesungen haben, aber eigentlich ist es ein finnisches Lied. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich habe natürlich gesagt, jederzeit unter dem Tisch, aber das will ich Ihnen jetzt nicht antun. Ja. Aber wenn ich jetzt singen müsste, müsste ich mich wirklich verstecken. Das glaube ich nicht. Das glaub ich nicht. Nee, ich übe nicht mehr, ich habe es aufgegeben. Ehrlich, und, gar nicht bin mehr? Ich bin ja selbst mein Instrument. Mhm. Und da kann ich kein neues kaufen. Mhm. Und meine Stimme tut nicht mehr das, was ich will. Und Sie machen es nicht, auch nicht alleine bei nein, sich zu Hause? Nein, gar nicht mehr. Überhaupt nicht. Und macht Sie das traurig? Nee, das macht mich nicht traurig. Aber ich vermisse die Musik. Ich vermisse es, mit guten Musikern zusammenzuarbeiten in so einem Teamwork. Mhm. Das ist was ganz Fantastisches. Was ist denn, außer dass Sie aufgehört haben zu singen, so in den letzten 18 Jahren passiert? Ja, was ist denn passiert? Ich habe damals ein bisschen weiter gesungen. Vor 5 Jahren habe ich es aufgegeben. Mhm. Und ja, was habe ich gemacht? Was war das für Sie in den letzten 18 Jahren das Wichtigste, außer das mit der Stimme? Woran erinnern Sie sich am liebsten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dann worauf wollen Sie hinaus? Auf nichts. Ich war ganz neugierig. Ja. Es ist so, als wäre es gestern gewesen, dass Sie das letzte Mal da waren. Wirklich. Deshalb habe ich gefragt, was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich weiß es nicht. Die Zeit geht so schnell. War es eine gute Zeit? Es ist immer eine gute Zeit. Ja, die Zeit ist so, wie man es selbst macht. Wie man die Taschenlampe hält. Ja, genau. Was Alphonse gerade erzählt hat. Ist das vielleicht auch Ihr Geheimnis, dass Sie so gut älter werden, dass Sie sagen, mit dem Negativen befasse ich mich nicht so sehr? Ich bin Optimist, war ich immer. Ich habe als junges Mädchen habe ich dieses berühmte Buch von Murphy gelesen, The Power of Positive Thinking. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und habe auch entdeckt, dass es was bewirkt, positiv zu denken. Und kann man Techniken lernen, dass man denn das, was schmerzhaft ist, was nicht so angenehm ist, wegkriegt? Ich suche ein Leben lang was, schon nach was einer Technik. Was meinen Sie schmerzhaft? Auf der Bühne zu stehen? Nee, was nee. Im Leben so passiert, so manche Schicksalsschläge, Lieben, die zu Ende geht oder so. Ja. Wie kommt man am besten da weg? Ich hänge nicht an der Vergangenheit. Alles hat seine Zeit. Und wenn die Zeit kommt, das aufzuhören, dann ist das hinter mir und ich fange vom Neuen an. Sie haben mir damit auch erinnert mich an eine Verwandte, die ich hatte, die ich sehr geliebt habe. Die ist 103 geworden. Und die hat mal gesagt, weißt du, meine eigene Tochter, ja, wenn der was Schlimmes passiert, die behält diesen Schmerz in sich und pflegt und hegt den. Ja. Ich, ja. Auch die schlimmsten Sachen in meinem Leben, nach 2 Tagen war Schluss. Ja. Ich habe immer gedacht, die Glückliche. Ja, so denke ich auch. So denken Sie auch. Mhm. Aber Sie haben ja damals vor 18 Jahren auch gesagt, dass Sie wissen, was tun, damit Sie so fit sind. Sie haben mir zum Beispiel damals verraten, dass Sie jedes Jahr mit Caterina Valente, die ich auch sehr verehre, auf eine Schönheitsfarm gehen. Ja, jetzt nicht mehr. Eine Zeit lang haben wir das gemacht, ja. Und das stimmt. Das heißt, Sie machen es nicht mehr mit Caterina Valente oder fahren Sie da gar nicht mehr hin? Na ja, doch. Seit 55 Jahren gehe ich da hin. Entschuldigung, wo genau ist die? Weil ich will jetzt auch. Ich auch. Grube Schönheitsfarm am Tegensee in Bayern. Oh. Und dann sieht man so aus mit 90 wie Sie? Das hat damit nichts zu tun, glaube ich. Aber man wird dort ein bisschen inspiriert, was für sich zu tun.
Also da gibt es also drei verschiedene Saunen, da gibt es Yoga, Qigong, Meditation. Bettina, du merkst ja auch alles, ne? Gymnastik. Berlin schreibt auch mit. Lien haben ja irgendwie, was mir sehr leid tut, eingeschüchtert. Der hat nichts mehr aufgeschrieben, seit er ihn gefragt hat, was er da aufschreibt. Er hat den Stift aber in der Hand. Der Stift in der Hand, aber er hat nichts geschrieben. Naja, aber das Allerwichtigste ist, dass es gibt keine Männer. Oh. Also man ist nicht abgelenkt. Oder auf der Schönheitsfarm. Da kann man, muss man sich nicht schminken, da kann man rumlaufen, wie man will. Ja, ist das so? Aber ja. Bei der Schönheitsfarm auch. Ja. Aber auf dem Campingplatz nicht. Da sind ja sehr aufdringliche Männer auch, haben wir gehört. Ja, genau. Ja, aber selten. Selten. Ja. Selten extra. Aber was, ich traue mich ehrlich gesagt gar nicht, darf ich noch was sagen? Nur zu. Ich weiß, weil Bibi Jones eben in die Maske kam. Also sie sahen vorher schon genauso strahlend schön aus wie, also ich sah ganz anders aus vorher. Aber sie sahen vorher schon genauso fantastisch. Und ich kann das bestätigen, wir haben sie schon beim Frühstück gesehen. Sah sie auch schon so aus? Ja. Was machen Sie morgens? Wie fängt denn Ihr Tag an? Ich mache immer ein bisschen Stretchübungen vor offenem Fenster, egal wie kalt es ist. Mhm. Und ein paar Yoga-Übungen im Stehen. Aber das nur 10 Minuten. Aber ich mache es jeden Morgen, sonst werde ich nicht wach. Und was heben Sie da alles? Und was ziehen Sie? Beine, Arme? Oh, nö, also ich drehe mich. Giovanni's, bei so Stretching zieht man nichts. Nein. Aber das ist man also zieht die eigenen. Das verstehst du nicht. Es geht um Gelenkigkeit. Man zieht Gelenkigkeit selber in die Richtung. Und mit den Armen und so ein bisschen. Ja. Diese ständigen Belehrungen. Ich finde das lustig, dass du auch mal was nicht weißt. Das ist einfach schön. Ja, ich hab's mit dem Stretchen habe ich es nicht so. Ja. Und vielleicht liegt das ist wichtig. Ist sehr wichtig, deshalb komme ich morgens auch nicht so schnell in die Gänge. Ich kann Ihnen nachher zeigen. Wirklich? Ja, wir verbieten uns jede Aufnahme. Ich fände es toll, wenn Sie es jetzt zeigen. Ja. Wir können das alle zusammen machen. Giovanni beim Stretch, meine Damen. Ich bin dabei. Also eine Übung. Ja, was sollen wir machen? Eine, die, wo ich einigermaßen mitkomme. Na okay, dann stehen Sie auf. Ja. Jetzt aber wirklich alle. Ne? Auf den Tisch. Jetzt viele zu bitten. Wir bleiben sitzen. Das habe ich auch gleich. Alle, würde ich denn machen? Herr Lienen. Ja, auf jeden Fall. Da wird man wieder wach. Alle wissen jetzt. Du hast es vorhin geschrieben. Dazu muss ich dir was erzählen. Das mache ich nicht. Also, lassen Sie sich den Baum verlassen. Ganz kurz. Es war ja für mich, nicht für euch. Also, nee, wir wollen mitmachen. Also. Geht los. Okay. Ausatmen ist wichtig. Entlöst sich. Spalter. So. Nicht so einfach. Und so. Giovanni, was gut. Und Herr, dieser Herr hat es in sich. Und da soll stehen bleiben. Giovanni, ich bin hier. Danke, Wunder. Komm, wir haben 2000 Leute in Deutschland gewonnen. Ich kann nicht in der Ich komme nicht weiter runter. Vielen Dank. Ist alles eine Frage der Technik. Ja, natürlich. Also Giovanni, ich kann Ihnen attestieren, es ist hoffnungslos bei Ihnen. Das sieht ich. Also. Ich fand, es sah sehr gut aus, so italienische Eleganz. Ja. Ein bisschen steif, fand ich. Ich komme nicht runter. Mit vorne komme ich nicht runter. Nee? Kannst du vielleicht mal üben? Wenn man es nie übt, ist klar. Ja. Daran verzweifeln sind schon mehrere Menschen verzweifelt. An dem Runterkommen. Aber ich finde es großartig, dass Sie das machen. Und dann weiß ich, dass Sie vormittags gerne an den Computer gehen oder ins Tablet. Ich verbringe sehr viel Zeit vor meinem Computer. Aber ich spiele nicht. Also ich mache meine Buchhaltung, bezahle Rechnungen und schreibe Mails. Ich habe Kontakt mit meinen Freunden per Mail, weil ich telefoniere nicht gerne. Okay. Wohnen die Kessler-Zwillinge noch bei Ihnen in der Nähe?
ungefähr 8 Kilometer. Ich wohne in Pullach, die wohnen in Grünwald. Und haben Sie Kontakt mit denen? Wir haben immer Kontakt, ja. Wissen Sie, da fällt mir gerade der Lienen ein, weil ich, als ein kleiner Bub war, da bin ich zum Fernsehstudio des italienischen Fernsehens gepilgert und habe gewartet, bis die Kessler-Trainer rauskamen und mir Autogramme geben. Wissen Sie was? Die waren so nett, dass ich mir das bis heute gemerkt habe. Nein, das ist halt ein gewisses Defizit, was Sie kompensieren mussten. Und dafür war es gut für Sie. Ich kann nur sagen, Aline, wo Sie recht haben, haben Sie recht. Und vor kurzem getrennt. Sie sind zauberhaft, die beiden, Ihre beiden Freunde. Ja, sind nett. Wir kennen uns schon 60 Jahre. Wahnsinn. Die wären aber auch zauberhaft gewesen, wenn Sie sie nicht nach dem Autogramm gefragt hätten. Ja, Aline, ich finde, die Welt muss auch ein bisschen einen bestimmten Zauber haben. Nicht alles, was man entzaubert, ist dann auch schön. Hm? Und, oder? Oh. Aufschreiben. Mach mal. Also. Ich hätte gerne ein Autogramm von Ihnen, Herr Lienen. Nach der Sendung. Auf jeden Fall. Ich würde nachher, ich habe nämlich ein Buch von Ihnen dabei. Okay. Und wer Sie unterzeichnen wird. Nein, ich würde nie ein Autogramm darauf geben. Ich würde das signieren, weil ich halt zu dem stehe, was ich da reingeschrieben habe. Haben Sie gerne Autogramme gegeben? Ich glaube, Autogramme sammle heute ist was anderes als früher. Ich kann mich erinnern, als ich 10 Jahre alt war, habe ich für die schwedische Sängerin Alice Babs geschwärmt. Ich habe alles gemacht, so wie sie es gemacht hat. Die hat mich so beeinflusst. Und ich finde, das ist eine große Verantwortung. Aber ich glaube, heute ist es nicht mehr so, dass man ein Idol hat, sondern das ist wahrscheinlich nur, ach doch, man will was sammeln. Doch, doch. Ich glaube schon, dass es auch Idole heute ist. Apropos Idole, ja? Ja. Sie haben ja mit großen Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet. Ja. Mit den meisten, heißt es, sind Sie sehr gut ausgekommen, weil Sie auch ein umgänglicher Mensch sind. Ja. Aber einen haben Sie nicht gemocht. Und der war als Judith, glaube ich, gerade 2-mal bei 3 nach 9 war der bei uns auch zu Gast, nämlich Tom Jones. Ja, das ist wahr. Das war meine erste Sendung. Aber ich bin fast richtig lucky. Ja. Und das ist nicht mein Fall. Warum? Why? Nee, wir waren zusammen auf Europa-Tournee, weil ich bei derselben Plattenfirma war wie er. Und das war so sein Clan, da waren Managers und Journalisten. Und das war eine Clique, da fühlte ich mich nicht wohl. Mhm. War er wenigstens achtsam Ihnen gegenüber? Gar nichts. Gar nichts. Nicht wahrgenommen. Nee. Naja. Und Harry Belafonte, der Sie praktisch entdeckte? Den habe ich nie so gut kennengelernt. Ich war ja in Amerika. New York. Und an meinem ersten Abend in den Nightclub Blue Angel. Ja. Ich kam da rein in meine Garderobe, da lag ein Telegramm da. Da wünscht mir jemand viel Erfolg und da war unterschrieben mit Harry Belafonte. Das war 1952. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Und dann habe ich entdeckt, war im selben Programm. Natürlich total unbekannt. Und auch Eartha Kitt, sie war auch da drin. Ja, damals noch nicht so wahnsinnig bekannt wahrscheinlich. Nee, überhaupt nicht. Liebe Frau Jones, wenn Sie das nächste Mal wiederkommen, ja? Was machen wir dann? So? Was bringen Sie mir dann bei? Nicht 18 Jahre. Nee, wir machen schneller. Aber was bringen Sie mir dann bei? Was können wir zusammen machen? Nach der Blamage jetzt mit haben dem Stretchen. Haben Sie einen Wunsch? Ja, aber den werden Sie mir nicht erfüllen. Wissen Sie, was ich nämlich noch schlechter kann als Stretchen? Nee? Ich kann nicht singen. Ja, das kann ich ja jetzt auch nicht. Ja, nee, das geht nicht. Okay, dann überlegen wir uns für den Rest der Sendung, was wir machen. Ja, okay. Und ich bedanke mich sehr für Ihr Kommen.